Hallo YouTube, heute zeige ich euch, wie ihr euer iPhone, egal welche Generation, 1 bis 4, oder iPad Touch, auch egal welche Generation, auch 1 bis 4, mit diesem Programm, das heißt jetzt Red Snow, das könnt ihr einfach bei Google runterladen, jailbreakt. Dazu braucht ihr einmal dieses Programm. Ich habe jetzt Windows noch XP leider, das sieht dann halt so aus, bei euch kann das ein anderes Design haben. Ihr braucht, wenn ihr jetzt zum Beispiel iPad Touch habt, für die Generation und die neueste Version, die ist ja 5.0.1, braucht ihr auch hier iPod Touch, die neueste Firmware-Version, die könnt ihr einfach auch googeln und dann irgendwo runterladen. Dann öffnet ihr das Programm Red Snow, euren iPod müsst ihr natürlich schon angeschlossen haben. Ihr öffnet das Programm Red Snow, dann geht ihr auf Select IPSW, dann wählt ihr eure gedownloadete iPod-Version, die haben wir jetzt hier auf dem Desktop liegen, ne? Desktop da, die wählt ihr aus. Dann erscheint so ein Fenster, einfach auf OK drücken und jetzt auf Back. Und dann müsst ihr, wenn euer iPod angeschlossen ist, halt auf Jailbreak klicken. Und dann geht's auch schon los. Jetzt wird hier beschrieben, was ihr halt installieren wollt. Auf jeden Fall müsst ihr das erste, Cydia, das braucht ihr. Und das dritte, das ist ganz cool, da kann man seine Batterie dann in Prozent anzeigen. Dann klickt ihr auf Next. Und jetzt wird euch hier in Englisch beschrieben, was ihr mit eurem iPod Touch machen müsst. Dazu müsst ihr ihn erstmal in den Dell View Mode bringen. Das macht ihr folgendermaßen. Ihr haltet, hier steht das auch jetzt. Ihr haltet 10 Sekunden lang die Home-Button-Taste und die Ausknopftaste gedrückt. So, das mache ich jetzt einfach mal. So, jetzt lasst ihr den Home-Power-Button los und jetzt haltet ihr nur noch den Home-Button gedrückt. So, jetzt ist ein Diffuse-Mode. Jetzt zeigt er einen Upload im First Stage. Second Stage. So, jetzt zeigt er hier auf mein iPod Downloading Jailbreak Daten. Sieht ungefähr denn so aus. Aber das Programm Red Snow, das dürft ihr nicht schließen. Auch wenn da schon Dawn steht. Da kommen da ganz viele kleine Daten. Kommt, steht dann immer halt, please wait, please wait, please wait. Dauert einen kleinen Moment. So, gleich dürfte es eigentlich fertig sein. Und ihr dürft das Programm Red Snow auf keinen Fall schließen, auch wenn das steht dann. Auf keinen Fall schließen, sondern so lange warten, bis das hier durchgelaufen ist.
So, wenn es denn fertig ist, bei mir wäre es jetzt eigentlich schon fertig, dann kommt bei euch eine laufende Ananas. Bei mir kommt das jetzt nicht schon, weil ich das schon hatte. Da geht ihr einfach auf Wet Snow wieder. Back. Select IPSW. Nochmal eure Version. Okay. Just Boot. Dazu müsst ihr wieder in den DFU-Mode gelangen. So, machen wir jetzt einfach mal. So, jetzt ist da nochmal ein DFU-Mode. Uploading second stage. So, und jetzt erscheint auf euren Desktop, auf euren iPod Touch, iPhone, eine Ananas. Dann steht hier bei Wet Snow wieder Dawn, das dürft ihr auch nicht schließen. Dann müsst ihr einfach nur noch warten, bis die Ananas fertig ist. So, jetzt ist die Ananas fertig. So, entsperren. So, und dann kriegt ihr hier eine neue App, die heißt Cydia. Bei euch ist das wahrscheinlich jetzt weiß. Dann müsst ihr das einfach nochmal rebooten. Dann ist das so. So, Leute, das war's auch schon. Und tschüss, bis zum nächsten Video.